Mein Name ist Ulf Lotzki, ich bin 36 Jahre alt und Orthopädie-Technikermeister. Wenn Sie mal zurückblicken, wie Sie begonnen haben oder vielleicht auch noch einen Blick darüber hinaus, wie es vor 15, 20 Jahren waren, was waren die größten Innovationen, die größten Errungenschaften, die Sie gesehen haben? Die Materialien und die Technik. Also ich sag mal, früher war es ja viel Holz, viel Leder. Ich hatte noch die Chance oder die Ehre, das noch zu lernen unter meinem damaligen Chef. Das war auch schön. Aber wenn man jetzt heutzutage überlegt, von Carbon zu Silikon, hat sich viel getan. Das eine vom Materiellen, finde ich, hat sich sehr viel zum Positiven entwickelt und natürlich in der Technik, gerade in der Armprothetik. Und hat diese Änderung in andere Materialien für Sie auch eine Arbeitserleichterung als Orthopädie-Mechaniker bedeutet? Das nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerne damals Schäfte aus Pappelholz gemacht und das Einfrieren sind andere Arbeiten. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt schwierig, es sind andere Arbeiten. Auch schön, aber ich vermisse auch manchmal so ein bisschen das von früher. Und wie sehen Sie dieses Spannungsfeld? Sie haben als Orthopädietechniker ja multiple Aufgaben und auch verschiedene Disziplinen, die Sie bearbeiten, um zu einem guten Ergebnis zu kommen für eine prothetische Versorgung. Und wenn jetzt neue Innovationen kommen, wieder mit ganz neuen Ideen und Technologien, sind Sie da manchmal nicht schon überfordert und sagen, irgendwann einmal muss auch Schluss sein, weil ich muss mich auf die wesentliche Arbeit konzentrieren? Nee, absolut nicht. Also ich bin jemand, ich liege abends im Bett und habe das Handy in der Hand und lese mir das durch, was es Neues gibt. Ich kann nicht so wirklich abschalten. Also ich habe meinen Beruf oder mein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht und was gibt Schöneres? Das heißt, diese Vermischung aus einer sehr alten Tradition, die vielleicht sogar schon aus dem 19. Jahrhundert kommt, mit visionären Vorstellungen des 21. Jahrhunderts, in diesem Spannungsfeld fühlen Sie sich wohl? Definitiv, ja. Man muss es halt annehmen. Es ändert. Man kann es ja nicht aufhalten. Das ist auch gut in gewisser Weise. Aber doch, ich fühle mich da sehr wohl, ja. Und wo sehen Sie, Sie haben viel mit Betroffenen zu tun, die größten Needs, die Betroffenen haben, wenn sie zu Ihnen kommen? Also was ist das, was die User am meisten beschäftigt in ihrem Wohnzimmer der Orthopädie-Werkstatt? Die wollen laufen oder vernünftig greifen können. Also bei uns ist leider, also wir haben uns in Bielefeld, wir haben das Problem oder das viele drumherum, die, wie sagt man das am besten, die Leute wollen vernünftig laufen, aber ich finde immer noch, das ist das Handwerk des Orthopädietechnikers und das ist nun mal A und O, der schafft. Ob ich da ein Kniegelenk baue von AY, ist vollkommen wurscht. Ich kann mit einem Multiprozessor gesteuerten Knie genauso gut, teilweise, jetzt nicht mehr, aber genauso gut laufen wie mit einer Monozentrik oder mit einem 349 von früher. Es kommt auf den Schaft drauf an. Und natürlich ist es schön, wenn ich einen gut sitzenden Schaft habe und habe dementsprechend ein vernünftiges Passteil oder heutzutage ein zeitgemäßes Passteil. Natürlich das Laufbild schöner als früher, gar keine Frage. Und schauen wir jetzt noch nach vorne. Wenn wir uns nach vorne beamen, 20 Jahre, wird sich Ihre Arbeit geändert haben zu der von heute? Ich hoffe, ich mache weniger Bürokram, muss mich weniger mit den Krankenkassen streiten und hoffe, dass die Verbindung der jeweiligen Sanitätshäuser und der jeweiligen Firmen besser wird. Dass man also mehr auf die Passteile von der Firma zurückgreifen kann und die auch die Freigabe haben, mit anderen Passteilen, sag ich mal, zusammenzuarbeiten. Das würde ich mir sehr wünschen und dass nicht jeder so sagt, ey, wir verkaufen nur unsere Produkte und sonst nichts anderes. Das wird meine Arbeit definitiv auf jeden Fall an der Werkbank oder am Anwender definitiv erleichtern. Das heißt, künstliche Intelligenz ist nicht Ihr Feind, oder? In 20 Jahren, ich glaube, Sie sind einer von den Berufen, die sogar wahrscheinlich davon profitieren, diese neuen Entwicklungen, die künstliche Intelligenz hat, im Bereich der Prothetik zu vereinen. Wenn es soweit ist, dann bin ich da gerne offen gegenüber, aber Stand jetzt sehe ich das noch nicht. Wenn es ausgereift ist und wirklich 100% funktioniert, dann nehme ich das an und probiere das mache das und setze das ein beim Anwender, vorher nicht. Der Anwender ist kein Versuchskaninchen. Wenn das Leute freiwillig machen, ist das in Ordnung, dann unterstütze ich das voll und ganz. Aber nicht zu sagen, ach komm, wir probieren das mal bei dem Herrn Müller, weil das könnte funktionieren. Nee, entweder weiß ich als Techniker, dafür bin ich da, ich sage, das funktioniert hundertprozentig und ich helfe ihm damit. Oder ich bin so ehrlich, auch dem Arzt gegenüber oder dem Anwender, sage, okay, das funktioniert bei Ihnen nicht. Dann lassen wir das, dann gehe ich auf das, was wirklich 100% funktioniert. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.